Oh, was ist jetzt los? Oh, hä, Regen? Regen ist draußen? Ja. Es ist so laut. Ja, ja. Wetter ist eher semi. Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Einfach im Kruzifix. Was haben wir für einen Geist? Wissen wir noch nicht. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Jetzt schön. Okay, da ist der Putzdepot. Jawohl. Da bin ich Profi. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader? Damit ich dabei. Da ist die Pan-Profi. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Thomas Jackson. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden alleine zu antworten. Ja, Hessen. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, gut. Scheiße, ne? Cool. Auf jeden Fall. Ja, let's go, ne? Erstmal auf den Regen. Okay, Ausräucher machen wir jetzt zum Beispiel. Warte mal. Ganz kurz. Urlaubswetter. Ganz kurz. Ja. Kann ich meine Räucherstäbchen selber anzünden oder soll das wer für mich machen? Weil dann bräuchte wer andere das Feuerzeug. Mit F kannst du die anzünden. Wenn du Räucherstäbchen gehst und das Feuerzeug ist an, soll es mit F gehen. Okay. Probier es aber hier nicht aus. Ja, ja, klar. Probier es bitte hier nicht. Ja. Okay. So, das sieht aber schön aus hier alles. Das ist ja. Es ist Regen. Ist ein bisschen laut auch gleich mit dem Regen, ne? There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Who you gonna call? Who? Patty Bertha von Zapp! Oh. Erik Range. Erik Range. Komm, Pan. Nee, ruf mich mal bitte nicht, wenn es. Das ist neu. Das kennen wir das noch. Haus kenne ich nicht. Das Haus ist neu. Kann man die hier anzünden, die Kerzen? Ich glaube nicht. Okay. Wie hieß der Geist? Sprich mit uns. Alleine sein und das Licht muss aus sein. Das Licht war aus, ich bin alleine. Vielen Dank für dein Backseat Gaming. Oh, Held? Nein, ich hatte der Putzi, ihr seid gerade in eine Richtung gegangen. Entschuldigung. Nein, ich bin noch da. Sprich mit uns. Ja? Was ist Pan? Guck mal, die Nancy, da. Da Nancy liegt sie drin. Ja. Das ist Nancy, Nancy. Und jeden Abend sitze ich da und fütter und stille sie. Hase, komm mal her. Guck mal da, die Nancy Wendt. Sie ist der Geist. Oh, Nancy. Ja. Oh. Ach schön, das ist das Streamingzimmer. Das ist das Streamingzimmer. Könnt ihr ganz kurz rausgehen? Könnt ihr mal ganz kurz rausgehen, bitte? Ja, ich möchte mit Nancy alleine sein. Ich verstehe, ja, okay. Das wäre super. Pan, es ist nicht so, wie du denkst. Der Erik redet nur jetzt mit der Nancy. Hausaufgaben. Nicht mit uns. Okay. So. Pass auf, Pendel. Ich sag dir eins. Ja? Wenn der Geist kommt, ja, da war nix. Würdest du dich opfern? Die Nancy spricht nicht mit mir aus. Vielleicht. Wenn es ein Sinn ist. Oh, Erik, schau wie gemütlich. Hier kannst du doch gar nicht spuken. Hier ist wirklich super gemütlich. Nice. Herr Foto, ich habe Knochen gefunden. Mach ein Foto von. Ein Foto bringt, glaube ich, nix. Ach so, okay. Ich habe auch gelesen. Ganz kurz, ich habe auch gelesen. Ja? So. Oh, Tobi raided mich, Tobi! Danke, Tobi! Sprich mit uns. Sprich mit uns. Ich hab auch gelesen. Melde dich. Still! Da vorne! So, wer ist gestorben? Niemand. Sind alle noch am Leben? Ja, alle noch am Leben. Lass kurz rausgehen. Ja. Danke fürs Zuzumachen. Ich hab gerade gerettet. Da war der Putzi. Boah. Oder der Geist, ich weiß nicht. Oh. Okay, ich kann schon mal eintragen. Ganz kurz. Ich hab auch. Sprich mit uns. Ich hab auch mal gelesen, dass wenn der Geist kommt, man manchmal nicht reden soll und das soll helfen. Okay. Nicht reden, wenn der Geist kommt. Ich weiß nicht. Erik, hast du das gehört? Warte. Sprich mit uns. Ich geh. Ich hab manchmal gelesen, dass. Könnt ihr mit über Funk reden? Ich hab gelesen, dass wenn der Geist kommt, man sich manchmal verstecken soll und nicht reden soll. Und ich hab grad nichts geredet und deswegen ist mir vielleicht nichts passiert. Okay. Oh, okay, gut. Es flackert. Ja. Wir wissen. Warte, ich hab die Räucherstäbchen. Die Zünder. Sprich mit uns. Verstecken und nicht reden hilft, ja, okay. Ich probier's trotzdem auch mit Licht an. Okay. Ich probier's immer. Ich habe auf jeden Fall Hauptaufgabe. Die Räucherstäbchen. Wir könnten zündern. Danke, Tobi, nochmal. Tobi. Der feine Sir. Ja, sicherlich. Wenn der Geist kommt, ist er weg. Oh, der Keller. Bestimmt safe.
warte, ich komm mit. Pan! Sprich mit uns. Ja, ihr Leute, bei wem bin ich sicherer? Ich gehe, glaube ich, zum Erik. Rede mit uns. Der Erik will die ganze Zeit mit dem Geist reden. Die ganze Zeit fragt er, hallo, komm, red mit mir. Schaut er da an, der hört gar nicht mehr auf. Das ist, Erik, bist du einsam oder wir müssen die ganze Zeit reden? Ich möchte aber, dass Leute mit mir reden. Ja, das merke ich. Okay. Achso, ich habe Kellerschlüssel gefunden. Ja, den brauchen wir ja nicht. Okay. Hallo. Sehr gut. Ich war schon immer ein Freund des Räuchens. Okay. Im Kinderzimmer. Wir müssen den Namen aber trotzdem mindestens einmal sagen. Hat der Geist im Kinderzimmer geantwortet? Weil das war da hinten irgendwo. War das. Erik, geh mal im Kinderzimmer. Warte mal, hier drin war der doch, oder? Ich weiß, oder war das hier beim Eingang? Beim Eingang links, glaube ich. Hier. Der war, glaube ich, in diesem Zimmer hier. Ich mach das Licht an, da geht das Licht aus. Okay. Ich mach kurz Sicherung wieder. Ich mach Sicherung rein, Sekunde. Putzi, bleib hier. Oh mein Gott. Dann kriegst du uns beide. Nein, wir kriegen das hin. Okay, Sicherung ist nicht im Keller. Das ist sehr gut. Oder ich sehe dich hin. Okay, warte, Putzi. Warte. Ich glaube, die ist in der Garage. Moment. Echt? Wo war die Garage? Warte, komm wieder hoch. Moment. Ja, da. Okay, ist wieder an. Ist wieder an? Ja. Ist da. Okay. Geh mal ins Kinderzimmer. Der ist hier drin, 100 Pro ist der hier drin. Ist das, nee, ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich glaube, er ist im Kinderzimmer, oder? Aber hier hat er uns doch angegriffen. Pass auf, lass mal Erik die Frage stellen und wir sind ruhig. Erik, mach mal. Okay, ja, warte. Warte. Sprich mit uns. Also ich glaube nicht, dass er auf die Talkbox antwortet. Ich glaube, der ist inaktiv mit der Talkbox. Ich gehe nochmal Items holen. Und hier war das Kinderzimmer irgendwo, oder? Ich habe bis jetzt alle Räume gescannt. Gibt es noch eine obere Etage? Nee, ne? Talkbox ist leider. Sprich mit uns. Die Standard, die vom Erik ist auf 83, die von mir auf 86, die vom Putzi auf 83. Ah ja. Sprich mit uns. Ja. Hab noch einen Schlüssel gefunden. Hm? Okay. Zu meinem Herzen. Ich glaube, ich auch noch Keusche als Gürtel, ich weiß nicht. Wir reden mal hier nochmal, Erik. Hab ich tausendmal gemacht. Habt ihr schon eine feste Vermutung, wo er sein könnte? Ja, entweder hier oder hier in diesen Flur. Da, weil da war er. Ich glaube hier in diesem Raum hier. Als ich Licht angemacht habe, ist vorhin das ganze Licht überall ausgegangen. Okay, Erik, stell mal Frage. Warte. Der reagiert ja nicht. Okay, dann sind wir mal leise und jetzt. Ich kann natürlich den Namen mal sagen. Soll ich mal den Namen sagen? Ja, mach mal Name. Thomas Jackson, gib ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns kein Zeichen. Oh, alles klar, der ist hier. Handy, ich hab SMS gekriegt, Erik. Leute, kommt mit zum Van. Ich hab das Buch und die Kamera aufgelegt. Schreib etwas ins Buch. Tschüss. Ja, Moment, hallo, ich bin noch nicht draußen. Hey, was war das denn mit dem Tschüss? Ja, die wollte mich da sterben lassen alleine. Ich will einfach nur gucken, ob der das macht und von die anderen Items auf jeden Fall nochmal holen. Schreib etwas ins Buch. Schreib ins Buch. Ich glaube, das ist, klingt so nach. Gib uns ein Zeichen. Jetzt, Erik. Ach du, Mann. Schreib okay, ins Buch. Ich sehe leider das Buch nicht. Das muss in der Nähe vom Kopfkissen vom linken. Erik! Fuck it! Ich geh! Tschüss! Ich geh zum Fuß nach Hause! Oh Gott, was war denn? Erzähl mir, was das war! Ich geh! Ich hab keinen Bock. War er? Ah, da steht der Stand. Oh mein Gott, ich hab ihn gar nicht gesehen! Scheiße! Ich hab ihn gar nicht gesehen! Oh, pa,
Mann, er steht noch drin. Ich wollte ein Foto machen, aber ich wusste nicht, wo er war. Und da war er wieder plötzlich weg. Und oh. Er war so laut. Hat jemand von euch das Buch, hat er was ins Buch geschrieben? Der Bann hat mich keine Chance. Fersengeld, ich stehe doch nicht da und warte, bis der Autogramm gibt. Okay, warte. Hör zu, der hat auf jeden Fall nicht, also Geisterhof hat er nicht gemacht und Geisterbox hat er nicht gemacht, ne? Nee. Oh, da, jetzt hat er gerade Party. Mist, ich sehe das Buch halt nicht. Ich muss nochmal rein, ich muss das Buch... Bleibt ihr kurz hier? Ja, wir bleiben kurz hier. Soll ich das ausräuchern oder sowas? Ich komm. Oh, die Aktivität war bei 10. Die war bei 10. Ach so, das ist jetzt... Ja, leg das Buch aufs Kissen. Ja, richtig, Agro. Okay, einer bleibt drin hier, ja? Ja, okay. Kann ich ein Foto vom Bildschirm machen und zählt als Geisterfoto? Ich hab mir Sandy, das ist Erik. Erik, du bleibst da und du schaust, okay? So, Erik. Ja, ich schau. Okay. Ich könnte auch mit Photoshop das Bild retuschieren, dann kriegen wir trotzdem $10. Erik, ich gehe hinein. Bitte gib auf dich acht. Alles klar. Pan? Ich finde den Raum nicht. Wo ist der? Hier? Hier. Wo ist der Raum? Nee, warte mal. Nee, da vorne. Hier. Da vorne, hier. Genau hier. Das ist der Raum. Das ist der Raum. Ist da was drin? Nee. Okay, warte. Er ist immer noch drin. Ja, er ist immer noch drin. Moment. Ihr müsst das Licht ausmachen, sonst geht die Nachtsicht nicht. Mach das Licht aus, Putzi. Ich sag's kurz und dann gebe ich Fersengeld. Schnell. Licht aus, schnell. Schreibe etwas ins Buch. Viel besser. Schreibe etwas ins Buch. Putzi, sag das mal. Ich muss hier raus. Ich glaube, ihr müsst ihn auffordern, ins Buch zu schreiben, ne? Schreib etwas ins Buch. EMF5, warte mal, hab ich das... Schreib etwas ins Buch. Okay, hab ich... Leute, ich bin immer noch drin beim Gruselgespenst. Was soll ich tun? Oh, okay. Schreib etwas ins Buch, aber dann musst du den Raum verlassen. Schreib etwas ins Buch. Okay, ich hab's gesagt und bin raus. Okay, warte, er schreibt nichts ins Buch. Also es ist noch nicht... Sehr gut. Damit er da reinschreibt? Ja, da fühle ich mich aber wohl. Putzi, muss man ein bisschen Gesellschaft leisten, der Mann ist tot, mit ein bisschen Rücksicht, ja. Soll ich rein? Ich hab auf die Räucherkerzen auch noch dabei. Soll ich mit die Räucherkerzen rein? Wenn er da drin ist, räuche ich hier mal aus. Rein mit UV-Licht. Ja, mach mal. Okay. Pass auf, ich räuche mal durch die Bude. Ja, mach mal. So, pass auf, jetzt, ich räuche. Schaut's her, wie ich räuche. Leute, schaut, ich räuche. Okay, räucher richtig. Ich räuche richtig, Leute, es dampft. 420 all day, ich bin dabei. Oh, okay, jetzt ist aus. Der Geist ist bei mir! Der Geist ist bei mir, Pan! Okay, ich geh mal. Pan, du bist sehr mutig. Pan! Boah! Hase, oh. Sag mal bitte, wie ist die Aktivität im Haus? Oh Gott. Bei 4. Oh, 7. Steig auf 7. Ja, schön, dass ich jetzt... Sag mir Bescheid, wenn ich gerade runter geht, dann geh ich rein. Geht auf runter auf 4 gerade. Warte noch ganz kurz, vorsichtshalber. Erik, das war schrecklich. Ich hab's gesehen. Ich hab leider ein Foto zu spät gemacht. Hä, du kannst... Was hast du fotografiert? Aktivität auf 6. Putz, ich hab versucht, den Bildschirm zu fotografieren. Ah, das Aktivität geht? Auf 6. Jetzt auf 2. Ich wollte probieren, ob das geht. Ach so. Aktivität bleibt stabil auf 2. Pandoria, go. Aktivität 0. Okay, aber keine Finger. Go. Die Pan ist wieder draußen. Die Pan muss rein. Wir brauchen echt jemanden im Van, der uns den Status mal durchgibt. Ja, yeah, ich meine, warte mal, wer hat die meiste Sanity? Erik. Fingerabdrücke. Nice. Das habe ich noch nie gesehen. Alles klar, komm langsam okay, raus. Okay, Fingerabdrücke. Komm, geht auf 1, komm langsam raus. Ich komme. Okay, Fingerabdrücke, was ist andere? Sonst nur im F-Ebene 5. Fingerabdrücke haben wir. Das ist aber blöd. Okay. Reinigen Sie in dem Bereich dann jedes Geist mit Räucherstäbchen ist nicht abgehakt. Nee, weil der Geist gerade nicht da war, glaube ich. Er muss da sein? Oh, zwei Geister haben wir jetzt. EMF, war EMF 5?
EMF 5? Ja, war 5. Banshee ja. Und Revenant. Leute, ich räuche, glaube ich, noch einmal. Soll ich nochmal räuchern? Ach, ging das nicht? Oh, nee, hat er eben nicht. Aber vielleicht muss der Geist da sein. Pass auf, wir machen das nochmal. Ich hab sie angezündet, Shikari. Okay, Leute, wir räuchern noch einmal. So, Leute, jetzt geht's los. Ich muss doch das dreckige Wasser fotografieren. Der Amsterdam-Geist. Kannst du uns die Aktivität durchgeben? Ja. Leute, muss ich die Räucherstäbchen auf den Boden legen? Nee, oder? Nee, hinlegen muss ich nicht. Du musst auch hast du richtig gemacht. Vorher. Oh, ja. Okay. Weil bei mir schreiben die Leute im Chat, ich muss ihn auf den Boden legen. Aber das macht ja keinen Sinn, oder? Oh, ich hab angemacht, ich trottel. Temperaturen? Ah, nee, ach, du hast angezündet. Ja, leider. Ich hab schon das Räucherstäbchen angezündet, leider. Der ist sehr, Ich geh rum. Super, alles noch auf Null? Ich geh rum, ich mach die Räucherstäbchen. Ich suche nach dreckigem Wasser. Stellen das Räucherding? Schon. Scheiße, das war's, oder? Weil es putzt auf jeden Fall komplett ausgeräuchert. Ich guck eben. Ne, ist immer noch nicht. Warte mal, ich guck mal im Chat. Das funktioniert mit den Räucherstäbchen. Foto von den Fingerabdrücken gibt auch Geld, steht da. Also, er ist da drin. Licht hat, glaube ich, gerade geflackert. Die Fingerabdrücke? Auf der Tür. Die waren an der Tür, auf außen, zu dem Zimmer. Aber da brauchst du meine UV-Lampe. Ich komm mal rein. Ja, okay. Ja, aber wir brauchen ein Reading von der Aktivität, oder? Ja? Alles gut, Hase. Schaffen wir. Ganz kurz. Das Ding ist Räucherstäbchen und nicht funktioniert wieder. Ja. Ich bin unterwegs. Die Räucherstäbchen sind echt low. Vielleicht muss ich... Ja, die... Machen wir jetzt ganz schnell. Zück schon mal die Kamera. Hab schon. Okay, ich leuchte da jetzt drauf. Ja. Siehst du die? Nee, ich sehe das nicht. Ich sehe doch... Mach so. Putzi, geh mal weg. Ich wollte es auch mal sehen. Also ich sehe sie. Hier ist so eine grüne Hand. Nee, das okay, sehe ich bei mir nicht. Oder hier, Hase, nimm mal bitte einmal das Ding hier. Nimm mal hier. Da, nimm das mal. Warte, ich pack mal kurz das Ding hier weg. Flupp. So. Weil eigentlich... Oh ja, da ist die grüne Hand. Aber ich kann ihn nicht fotografieren. Weil, jetzt sehe ich die Hand. Ich kann ihn nicht fotografieren. Warum? Ja, okay, das ist doof. Ja, dann lassen wir es. Warte mal, pass auf. Erik, gib mir die Lampe, ich leuchte drauf, du fotografierst. Können wir das nicht so machen? Haben wir gerade probiert. Das haben wir gerade gemacht. Sorry. Probier mal. Warte. Ja, jetzt. Super. Mann, jetzt nochmal. Okay, bei mir ist die Tür komischerweise belichtet. Oh, man sieht die Hand. Das ist nicht. Wegen dem Blitz von der Kamera, oder? Und ich habe kein Foto mehr übrig, ich kann kein Wasser mehr fotografieren. Ah. Okay, was denn? Der Geist kommt. Grade. Nee. Egal. Echt? Okay, wir haben zwei Geister. Ja, das war ich gerade. Wir haben zwei Geister jetzt. Und könntest du mal gucken, was ja, aber sie hat. Oder was Geist fotografieren ist keine Aufgabe, gibt nur mal $10. Aber naja. Oh, der war aktiv gerade, okay. Achso, du meinst das mit. Ja, okay, das Räucherstäbchen. Ich glaube, ja, okay. Wir müssen das Räucherstäbchen vielleicht wirklich auf den Boden werfen. Aber lass mal's. Also, welchen Geist nehmen wir? Was sagt ihr? Banshee oder Revenant? Ich guck mal jetzt, wie das ist. Warte mal. Warte mal, okay, was. Wir mal die Geister an. Wir können das Kruzifix ausprobieren. Ja, Moment. Revenant. Ich glaube nicht, dass es Revenant war. Revenant, genau, weil Geisterbuch war halt nicht. Und vor allem, er ist schnell und wahllos, aber das war es ja nicht. Ja, aber Banshee mit Gefriertemperaturen? Es war, ich stimmt, ja es nicht, ist. Ne? Gefriertemperaturen hat man nicht. Dann ist es. Wir hatten keine Gefriertemperaturen, da muss es Revenant sein. Aber der hat nicht ins Buch geschrieben. Nee, dann ist es eher Revenant. Vielleicht hat er nicht ins Buch geschrieben, weil wir gesagt haben: Schreib ins Buch! Und dann machen wir weg. Er hat auf jeden Fall EMF-Level und Fingerabdrücke. Es war der Revenant. Der Chat hatte recht. Wenn wir ganz kurz, wenn wir auf Fotos gehen, dann sehen wir bei den Fotos Überschriften. Einmal Fingerabdrücke, ja. Interaktion und Knochen. Und genau. Oh ja, alles klar. Stimmt. Ja, cool. Okay, dann war es Revenant, ne? Revenant. Aber welcher Beweis noch? Meint ihr? Ich glaube schon. Also ich habe einfach Revenant genommen. Und mach Geister, okay, das Buch auch dann noch. Ne? Geisterbuch. Weil hat er bei uns einfach nicht gemacht, aber er macht es ja auch nicht immer, ich glaube. Ja, also ich habe das jetzt so gemacht, weil den Atem erkennst du halt immer bei den Minustemperaturen, genau, und den hatten wir halt gar nicht. Genau. Das ist immer ein sicheres Zeichen. Genau. Schade, dass deswegen, du nicht ging. Hase, willst du noch Foto von dreckigem Wasser machen? Ich habe kein Foto mehr frei, leider. Die Leute schreiben wie mir. Das ist eine Digitalkamera, da hat man nur 5 Fotos, klar. Da ist nur 10 Megabyte Karte drin. Aber, okay. Also ich weiß nicht. Also eine Banshee wird's nicht sein, oder?
Ich hab Revenant jetzt ausgewählt. Gefriertemperaturen? Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Das hätten wir im ganzen Raum gesehen. Mhm. Das Einzige, was passt, sind die Fingerabdrücke und das MF-Level. Mhm. Geisterorbs haben wir schon gesehen. Die sind nicht verbuggt. Die haben wir tatsächlich schon gesehen letztens. Und das Buch, genau, was kniet mit F hingelegt werden, auch nicht. Das hatte ich auch schon so hingelegt. Also, das soll auch funktionieren. Also, wenn die Leute bei mir im Chat gerade schreiben, ja, weil der Revenant hat schon längst reingeschrieben, dann haben wir aber auch keine Gefriertemperaturen gehabt. Also, ich kenne den Revenant persönlich. Ich kenne ihn alle persönlich. Die wissen, dass reingehen. Er sofort reinschreibt. Soll ich nochmal mit dem Thermometer reingehen, um hundertprozentig sicher zu sein? Ja, mach mal. Nee, wir hatten noch keinen Mundgulli. Hä? Aber wir hatten noch keinen Mundgulli. Wir loggen ein. Also, ja, komm. Revenant, Geisterbuch, EMF, Ebene, 5 Fingerabdrücke. Easy, go. Scheiße, habt ihr schon gemacht? Oh Mann, ja. Leute. Go. Du nicht? Doch. Ja, ich auch. Achso, ja gut. Dann go rein. Ja. So, wer ist nicht der Revenant? Es ist der Revenant, komm. Was soll das denn jetzt? Aber das habe ich doch gesagt, Benji. Haben wir doch gesagt, aber Benji. Das macht keinen Sinn. Aber wir hatten keine Minustemperaturen. Wir hatten einfach keine Minustemperaturen. Bei mir die Leute, ja, wir hatten recht. Ja, aber wir hatten keine Gefriertemperaturen. So, ihr könnt sagen, ihr habt recht, so viele Volts, aber... Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Nein, und der Chat sagt immer, haben wir doch gesagt. Ja. Das macht der immer, außer wenn Emote-Chat an ist. So, das Ding ist immer so, wenn... Also, Da machen die immer not like this, als ob die es gewusst hätten. Also, wenn die sagen, The Revenant hätte schon längst reingeschrieben, hatten wir keine Gefriertemperaturen. Ich hab das Spiel schon mal auf Steam gesehen. Ich wusste genau, wer das ist. Bullshit. Also dann war es ein Bug. Dann war es ein Bug. Weil, was soll denn das? So. Ja, also normalerweise hast du immer diesen Mundgulli, wenn unter Minustemperaturen, ihr kennt das, ihr geht raus im Winter und dann hast du so, im Nebelmaul. Nix war. Pan, ihr könnt am PC im Van die Kamera über die Maus durchschalten. Ja, wir haben nur eine Kamera. Das wissen wir, eine. Aber du musst die eine Kamera durchschalten, weil einer im Chat das sagt. Nein, so wie, könnt ihr einmal eure Sachen da reinpacken und wir machen einfach noch eine Runde. Ja, wenn noch eine Runde. Ja, na klar. Die Nacht ist noch jung. So. Das Salz habe ich nicht mehr. Wer von euch hat das Salz? Wir haben hier keins drin. Soll ich kaufen, oder? Okay. Genau, ja. Geisterbuch hat ja auch nicht funktioniert. $15, ja komm. So. Haben wir Temperaturdings hier dabei? Ja, oder? Ja, habe ich eingepackt. Ja, aber sollen wir eins rausgeben? Wir haben zwei mit. Wir bräuchten nicht nur eins, oder? Ja, zwei. Ja, stimmt. Alles ja, nimm mal. Egal. Kannst du eins rausnehmen bei dir? Ja, ist ja auch wirklich egal eigentlich. Also es war wirklich 50-50. Also Banshee oder Revenant. Es ist wirklich 50-50. Ja, war aber komisch, dass man diesen Mundgulli nicht hatte. Ja, ich bin bereit. Und das ist eigentlich das Auffälligste von allen. Also... Ich habe mich immer verlassen. Ich brauche das Thermometer gar nicht, weil ich sehe immer, okay, wir stinken aus dem Maul.